Hallo zusammen und willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Wir sind auf dem Weg zum Erbauer-Artefakt Z13. Und ich hoffe, dass uns nicht wieder irgendwie ein Seebahnabteil explodiert. Wir haben alles repariert. Wir waren in der letzten Folge bei Margaret Mader in ihrem Gewächshaus. Ja, Margaret Mader ist jetzt keine Söldnerin mehr. Stattdessen hat sie den grünen Daumen entdeckt für sich und züchtet Schneepflaumen und versorgt liebevoll einen Schneepirscher. Halt, da ist ein Blasenfisch. Den nehme ich mir mit. Den auch. Wenn hier gerade schon welche unterwegs sind, lasse ich mir das nicht entgehen. Und stecke mir die alle schön in die Tasche. Den auch noch. Ich weiß, da war jetzt eine Eisglubscher dabei, aber das ist nicht schlimm. Und dann machen wir uns daraus direkt leckeres Wasser. So. Komm her hier. Wie viel sind da drin? 3. Immer noch. Ich lasse die 3 da mal drin. Ich will gern wissen, ob die sich da drin vermehren. Das würde mich wirklich interessieren. Auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Wasser. So, den einen Eisglubscher, den können wir hier reinstopfen. Obwohl, ne, das ist schon voll, das Ding, ne? Das ist schon voll. So, dann kommt er in die Pfanne. So, sind wir schön voll gefuttert. Perfekt. Das Ding ist voll. Das auch. Dann machen wir hier noch ein bisschen Wasser rein. So. Den Nährstoffblock und die 2 Wasser, die würde ich mal mitnehmen. Okay, lass mal hier speichern. Und dann fahren wir weiter nach Z13. Auf nach Z13. Ist noch ein gutes Stück. Geben wir mal ein bisschen Gas, wa? Ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Es ist nach Westen von uns aus gesehen. Ein bisschen nördlich. Müssen wir mal auf der Karte gucken, ne? In welche Richtung wir da eigentlich gerade fahren. Es scheint auf jeden Fall oben zu liegen. Ach, guck mal da. Was ist denn das da? Oh, jetzt durch Zufall entdeckt das da. Und schon fängt es wieder an zu schneien und zu hageln und was weiß ich was, ey. Ellen hat sich auch länger nicht gemeldet, wa? Was ist das hier? Interessant, ne? Was ist denn das da? Eine Palme? Ach, guck mal da vorne. Da steht irgendwie eine Rakete oder sowas. Ah, Kabel geht hier runter. Ach, guck mal hier. Ein Quallenbiom.
sind denn da für Teile? Eine blaue Tasche. Lila Schneepalme. Kannst du auch nicht mitnehmen. Schade. Und Quarz, Titan. Da vorne ist das Artefakt. Und da ist diese Rakete. Okay, cool. Dann, pass auf, wir gehen mal gerade zurück. Schwimmen wir mal zurück. Was sind das hier für Teile? Augenqualle. Interessantes Teil, ne? Willkommen im Quallenbiom, ey. Ist ja alles voll mit den Viechern. Was liegt denn da? Da liegt eine Gravitationsfalle rum. Ich glaube, die haben wir noch nicht komplett. Kann das sein? Doch, wir hatten sie komplett. Okay. Das Kabel geht hier runter. Sollten wir dem Kabel mal folgen? Also die Frage ist, sollten wir dem Kabel in die Richtung folgen oder mal in die Richtung folgen? Ich glaube, ich fahre mal hier runter. Ich will mal wissen, wo das hier hingeht. Beziehungsweise, ob das hier irgendwo hingeht. Ach ne, hier ist abgerissen, ne? Hier ist es abgerissen. Coole Gegend. Gefällt mir. Also optisch sieht das schon cool aus hier. Na gut, dann fahren wir mal zum Artefakt. Fahren wir mal da hinten rüber in die Richtung, wo wir auch hin wollten. Hier durch dieses komische Quallenbiom hier durch. Ich frage mich, ob wir da direkt hinfahren sollten oder ob wir da zu dem Landesteg da links, also da zu der Rakete, ich glaube, da ist eine Anlegestelle, oder? Ob wir da hinfahren sollten? Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Ist eine Anlegestelle, ja. So, wenn wir jetzt hier so parken würden. Kann das sein, dass die auf mich zuschwimmen? Lass mal kurz lesen, was machen die Viecher da denn? Tiere, Pflanzenfresser groß, Augenqualle. Leben in tiefen Gewässern. Sie sind in drei verschiedene Körperbereiche gegliedert. Tentakel, Hauptkörper und Schirm. Die Tentakel sind mit Biolumineszenzknoten bedeckt, die Beute anlocken. Bei Berührung geben die Tentakel durch spezialisierte Nesselzellen einen Schockimpuls ab. In diesen Zellen befinden sich giftige, harpunenartige Gebilde, sogenannte Nematozysten, die durch Berührung herausgeschleudert werden. Augenquallen treiben sanft mit wenig Eigenbewegung durch das Wasser, obwohl sie Bewegungen mit einem großen Einzelauge folgen können. Blautaschen.
wachsen in Gruppen und in einem ineinander verschlungenen Wurzelsystem, das Wasser in die Tasche filtriert. Das Wurzelsystem enthält Frostschutzproteine, die die Bildung von Eiskristallen in intrazellulären Strukturen verhindern. Sobald das Wasser in die Tasche gesaugt wurde, wird es zur späteren Verwendung gespeichert. Auch die Tasche ist mit Frostschutzmitteln ausgekleidet, sodass ihr Inhalt nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Lila Schneepalme sind große Landpflanzen, deren Stiel sich schrittweise häutet, weswegen ihr Fuß aussieht, als würde er schmelzen. Mit der Zeit härtet das gehäutete Material aus und bildet eine dicke Schutzhülle um den Stängel der Pflanze. Diese Schale stellt ein Hindernis für Tiere dar, die versuchen, an die nahrhafte Blüte und das wasserreiche Innere zu gelangen. Interessant. Ich bin hier umgeben von diesen Viechern, ne? Das heißt, wir sollten nicht an diese Viecher da dran gehen, ne? Die Frage ist jetzt halt nur, es würde eigentlich mehr Sinn machen, wenn ich hier mit dem Krebs hingehe. Wäre doch irgendwie sinnvoller. So, wir haben einen Nährstoffblock, wir haben zwei Wasser. Ach, ich habe noch Quarz und Titan in der Tasche. Ach, das mache ich noch raus. So. Ich hoffe, ich kriege hier keinen. Das klingt immer so, als würden die irgendwas machen. Ich habe die ganze Zeit Angst, ich bekomme hier irgendwie Schaden. Das Ding hier hat auch ein bisschen Schaden. Gut, kann auch vom Fahren sein, aber. Schon mal direkt ein PDA. Ein Medikit. Signale aus der Tiefe. Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work? You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No. Like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking. Huh, can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me for my eval, we detected something. Almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look. It may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Thanks. You're a good friend. Mhm, aber Emmanuel hat's ja trotzdem rausbekommen. Also, sie hat das SOS auch gehört, aber sie konnte halt nicht mehr damit machen. Das war dieser SOS-Funkspruch, dem wir am Anfang nachgegangen sind. Und danach ist ja Ellen bei uns im Kopf aufgetaucht. Wir haben hier noch irgendwo einen neuen Bauplan. Ich versuche den nur gerade zu finden, dass der da verschwunden ist. Ach so, einen pikanten Obstsalat. Was? Überraschend köstlicher Salat mit wärmender Wirkung. So, und hier haben wir auch noch ein Medikit. So, okay. Alles klar. Dann gehen wir mal hier hoch. Ist das auch eine Schneepalme, das da?
Jo. So, da vorne ist irgendwo dieses Artefakt. Jetzt gehen wir mal gerade hier hingucken, was das hier ist. Oh, ein Nährstoffblock. Cool. Also das scheint hier irgendwie ein Kommunikationsturm zu sein, ne? Oh. Eine Jukebox-Platte. Don't hold your breath. Jukebox-Titel freigeschaltet. Ja, geilo. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, so. Sorry für den kurzen Schnitt. Ich musste gerade mal niesen. Kommt vor, ne? So. Ja, dann lass mal hier gucken. Wir schauen uns mal gerade noch ein bisschen hier um und dann gehen wir da rüber in Richtung von dem Artefakt. Hier kommen wir nicht rum, okay. Ich überlege gerade. Achso, hier kann man dann auch runtergehen, okay. Ich überlege gerade, es würde vielleicht Sinn machen. Da steht auch noch eine Kiste. Es würde vielleicht Sinn machen, dass wir uns Signalbojen mitnehmen. Wir haben, glaube ich, zwei. Ich muss nur gucken, dass ich hier drauf komme auf das Ding. Also das ist doch echt ätzend, ey. Wie willst du denn hier einsteigen? Jetzt ist das abgekoppelt. Ich wollte einsteigen, verdammte Axt. Also die Seebahn ist irgendwie nicht so cool insgesamt betrachtet. Sie ist auf jeden Fall nicht so gut wie Zyklop. Ach scheiße, wir haben keine Bojen mehr. Du weißt auch warum nicht, weil die mit explodiert sind. Ach, Kacke, ey. Kupfererz und Titan bräuchten wir. Ach, so eine Scheiße, ey. Das ist jetzt echt ätzend. Naja, gut. Können wir es nicht ändern. Mit bisschen Glück finden wir hier noch ein bisschen Kupfer. So. Ja, wo lang? Hier steht ein Lichtstab. Da ist auch ein Kalkstein. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da liegen bestimmt noch mehr rum, ne? Hier ist auch einer. Das gibt's nicht, ey. Mann. Blödes Ding. Lass dich doch einsammeln. Mann, oh Mann, oh Mann. Also jetzt haben wir schon zwei Kupfer und zwei Titan. Ne? Dann gehe ich mal zurück und baue mir Signalbojen. Was? Eine halbe Brücke. Okay.
Ist ein bisschen knapp, um da durchzukommen mit dem Krebs, ne? Achso, warte. Das liegt hier hinten drin, das Zeug. So. Signalbojen bauen. Dann können wir auch direkt mal ein großes Wasser trinken und das auch. So, nehmen wir uns das noch mit. Speichern wir hier. Sind immer noch nur 3 Blasenfische drin. Ich glaube, die vermehren sich nicht in dem Aquarium da. Ist halt auch kein Lebensform-Zuchtbehälter, sondern einfach nur ein kleines Aquarium. Vielleicht liegt es einfach nur daran. So. Das Coole ist, wir müssten doch hier, wenn wir jetzt hier draufstellen, dann sind wir hier 37 Grad. Da müsste doch eigentlich der Krebs sich aufladen, oder? Mit dem Wärmereaktor drin. 92%. Bleiben wir mal einfach kurz hier stehen und warten mal ab. Aber theoretisch müsste er sich aufladen. Vermutlich nur sehr langsam. Ne? Ja, er lädt auf. Sehr langsam, aber er lädt auf. Das ist natürlich schon mal von Vorteil. Ne? So. Hier ist die halbe Brücke. Komme ich hier mit dem Krebs auf das Ding hoch? Ja, das geht. Da blinkt auch was. Da steht eine Kiste. Ach, ein Geysir. Okay, cool. Brauche schon Geysir, warte mal. Dann parken wir den genau da drauf. Und dann gehen wir mal gerade hier zu der Kiste. Also. Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe. Wasser gefunden, das ist gut. So, wir waren da, wir sind dann hier hochgegangen. Ne? Oh, so Schnee eingesammelt. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Ulterra, but more important to me. Will it help us build your body? I believe so, yes. Okay, wir müssen über diese Brücke. Zerbrochene Hydraulikpatrone. Vor, zurück, Achtung, Ölstand prüfen. Da fehlt eine Hydraulikpatrone. Okay, verstehe, das ist das Problem, ne? So, wir stellen uns mal hier hin. Dann wird uns hier schön warm. Und dann können wir mal kurz lesen. Schneeball, ey, können wir fallen lassen. Forschung, Geologiedaten, Geysir. Diese glazialen Dampfquellen oder Geysire sind periodische intensive Eruptionen von heißem Wasserdampf, die aus Spalten in der Eisdecke austritt. Die Temperatur des Wasserdampfausbruchs ist hoch genug, um bei jedem unvorsichtigen Beobachter ernste Verbrennungen ersten Grades zu verursachen. Ein Standard-Alterra-Mehrzweck-Tauchanzug reicht aus, um Hautschäden zu vermeiden. Wir haben gar keinen Anzug an und stehen da drauf rum, ne? Gut, wir brauchen diese Patrone. Hydraulikpatrone. Schlingpflanzen, Samenbüschel und 4 Gelsäcke. Die müssen wir bauen. Und dann kommen wir über diese Brücke.
Frage ist halt, wenn... Kann doch auch mit dem Krebs da einfach rüberspringen. Brauchen wir die Brücke unbedingt? Vermutlich schon, ne? Aber ich vermute, wenn man auf der Seite ist, kommt man nicht da oben drauf. Man kommt vermutlich nicht oben auf die Brücke, ne? Obwohl, warte mal, doch. Oder nein? Ich weiß es nicht. Aber die Hydraulikpatrone fehlt ja nicht ohne Grund. Also die müssen wir schon bauen irgendwie. Tja, die Gelsäcke und Schlingpflanzen-Samenbüschel. Findet man das hier? Pass auf, wir können ja mal so machen. Wir lassen den mal da stehen. Wir lassen mal die Abteile hier. Wir koppeln einfach mal gerade ab. So, und dann müsste ich das doch alles auf dem Schirm haben. Da ist das Seebahnteil, da vorne ist der Krebsanzug. Weil wir haben doch hier... Genau, hier waren doch Schlingpflanzen. Oh, was ist das? Das sieht aus, als wäre es eingefroren, ne? Kommst du nicht durch. Wir fahren jetzt mal gerade zurück in Richtung Homebase. Da war doch ein Schlingpflanzenbiom. Da ist es doch schon. Da können wir uns doch die... einmal die Dings da schon mal hier holen. So. Dann haben wir das schon mal. Jetzt fehlen uns nur noch die Gelsäcke. Und gab es hier nicht auch eine Höhle? Habe ich hier nicht auch eine Höhle gesehen irgendwo? Hier geht es auf jeden Fall weit runter. Was ist denn da drin? Gar nichts. Silber. Na, ich dachte halt, vielleicht, dass man, dass man hier noch irgendwo weiter runterkommt. In irgendeine Höhle, die was tiefer ist. Sodass wir dann noch einen Gelsack finden. Wo ist die Homebase? Da ist die Homebase. Also hier sind auf jeden Fall diese komischen Jelly-Haumischblaue Dinger. Quatsch, nicht Jelly. Wie heißt das denn? Twisty Bridges heißt das Biom. Genau, Twisty Bridges. Aber wir können ja recht weit runter. Hier gibt es aber bestimmt irgendwo Gelsäcke. Auch schon mal. Da siehst du, guck mal, Gelsack.
einmal. Da ist noch einer. Da oben ist noch einer, da ist auch noch ein Diamant. So, damit wäre das schon erledigt. Schon wieder raus hier. Und dann können wir uns die Hydraulikpatrone bauen. Ich weiß noch nicht, wie die ein bisschen Druck aushalten soll, weil mit zwei verschiedenen Pflanzen wirst du wohl keine Hydraulikpatrone bauen, die so viel Druck auf dem Kessel hat, dass man damit eine Brücke bewegen kann. Aber nun gut. Da lang müssen wir. So. Hier machen wir Vollgas hier. Aber es hat auch ganz gut geklappt. Schnell mal 4 Gelsäcke und so ein Schlingpflanzending da besorgt. Dann können wir die direkt da einsetzen. Dann würde ich mir da an der Brücke auch vielleicht direkt eine Boje bauen. Und lass die einfach da stehen. Oder obwohl, brauchen wir die da? Wenn wir die Abteile da lassen. Die Brücke ist ja direkt daneben, ne? Brauchen wir auch nicht unbedingt noch eine Boje aussetzen, nur für die Brücke. Ist dann irgendwie auch Signalbojenverschwendung, ne? Könnte höchstens mal kurz nochmal hier runter. Mal gucken, ob es hier noch Kalksteine gibt. Hier sieht irgendwie sehr mau aus, so was Steine betrifft. Ne? Gibt es ein bisschen Quarz? Oh, doch, hier ist noch was. Einmal Kupfer. Oh, guck mal da. Ja, perfekt. So, damit hätten wir genügend Signalbojen. Brauchen wir nur noch das Titan sammeln. Da ist auch Kupfer. Irgendwie verfolgen einen die Viecher, ne? Habe ich so den Eindruck. In diesen Spalten drin verstecken sich dann immer so diese Erze, ne? Schon interessant gemacht. Aber Titan. Also Titan sehe ich hier keins gerade. Okay, nicht so schlimm. Titan finden wir auch oben. Ich glaube, wir haben auch noch vielleicht ein, zwei Stück in der Seebahn rumfliegen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier gerade uns noch ein paar Signalbojen. Haben wir dann überhaupt Strom? Zum Craften? Keine Energie. Na toll. Hab's geahnt, dann müssen wir das hier wieder andocken. Geh rüber, du dickes Tier.
So, jetzt haben wir Strom auf dem Kessel. Druck auf dem Kessel. Dann können wir uns jetzt auch hoffentlich hier die Patrone bauen. So, die hätten wir. Dann Bauplan, den abpinnen. Und dann machen wir uns Signalbojen. Wie viel haben wir denn jetzt? 3, glaube ich, ne? Wollen wir gerade nochmal hier an die Kisten gucken. So, den Diamant noch weg, das Silber noch weg. So, 5 Signalbojen, das sollte für den Anfang mal reichen, ne? Können wir mal die 2 hier futtern. Ja, die können wir mal futtern. Den Rest an Wasser, den nehmen wir uns mit. Okay, cool. Ich glaube, dann haben wir es. Dann sind wir bewaffnet mit unserer Hydraulikpatrone und dann können wir jetzt hier raus. Gehen wieder zu unserem Krebsanzug. Springen da hoch an die Brücke. Welcome aboard, Captain. Die ist ja direkt da vorne. Hoffe, ich komme da wieder hoch, so. So, man kann auch einfach hier hochgehen. Man kann ja auch einfach hier hochgehen. Sehr gut. Und jetzt können wir hier die Brücke vor und zurück machen. Sehr nice. Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann geht's weiter mit Subnautica Below Zero. Ich bin mal gespannt. Wenn noch 6 Brücken kommen, dann schreibe ich einen Song. Den nenne ich dann Über 7 Brücken musst du gehen. Und mit diesem Ohrwurm verlasse ich euch jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.